bayerischer Anarchistinnen und Anarchisten, liebe Genossinnen und Genossen, wir haben uns heute hier versammelt, um Kurt Eisners 150. Geburtstag zu feiern. Kurt Eisner ist aus einer Zeitmaschine angereist und ist heute hier unter uns. Grüß dich, Kurt Eisner. Alles Gute zum Geburtstag. Danke. Und wen hast du noch mitgebracht aus deiner Zeitmaschine? Sonja Lerch, die Genossin, die mir so wichtig an der Seite stand in entscheidenden Augenblicken. Die Sarah Sonja Lerch stand immer an deiner Seite und hat die Frauen in der Revolution angeführt. Und von ihr werden wir heute auch noch was hören. An die Bevölkerung Münchens. Das furchtbare Schicksal, das über das deutsche Volk hereingebrochen, hat zu einer elementaren Bewegung der Münchner Arbeiter und Soldaten geführt. Ein provisorischer Arbeiter-, Soldaten- und Bauernrat hat sich in der Nacht zum 8. November im Landtag konstituiert. Bayern ist fortan ein Freistaat. Eine Volksregierung, die vom Vertrauen der Masse getragen wird, soll unverzüglich eingesetzt werden. Eine konstituierende Nationalversammlung, zu der alle mündigen Männer und Frauen das Wahlrecht haben, wird so schnell wie möglich einberufen werden. Eine neue Zeit hebt an. Die Demokratische und Soziale Republik Bayern hat die moralische Kraft, für Deutschland einen Frieden zu erwirken, der es vor dem Schlimmsten bewahrt. Wir rechnen auf die schaffende Mithilfe der gesamten Bevölkerung. Jeder Arbeiter an der neuen Freiheit ist willkommen. Alle Beamte bleiben in ihren Stellungen. Grundlegende soziale und politische Reformen werden unverzüglich ins Werk gesetzt. Es lebe die Bayerische Republik! Es lebe der Frieden, es lebe die schaffende Kraft aller Werktätigen. Es gehört zu den deutschen Absonderlichkeiten, dass Politik etwas ganz Besonderes ist, dass Regieren eigentlich eine juristische Tätigkeit ist. Ich glaube, es war wohl Bismarck, der gemeint hat, dass Regieren eine Kunst wäre. Und ich glaube allerdings, Regieren ist genauso eine Kunst, Politik treiben ist genauso eine Kunst wie Bilder malen oder Streichquartette komponieren. Der Gegenstand dieser politischen Kunst, der Stoff, an dem diese politische Kunst sich bewähren soll, ist die Gesellschaft, sind die Menschen. Deshalb möchte ich glauben, dass ein wirklicher Staatsmann, eine wirkliche Regierung zu niemand ein stärkeres inneres Verhältnis haben sollte, als zu den Künstlern, seinen Berufsgenossen. Und nun die Frage, was kann der Staat für die Kunst und was kann er für die Künstler tun? Wenn das Verhältnis von Staat und Kunst so ist, wie ich eben angedeutet habe, so hat der Staat, ich meine die Regierung, vor allen Dingen die Pflicht, selbst der Inbegriff aller Kultur zu sein, die im gegenwärtigen Zeitalter vereinigt ist.
Eine Regierung, die selbst in diesem Geiste Inbegriff der Kultur ist, fördert dadurch die Kunst an und für sich. Je höher die Staatsleitung geistig steht, desto höher wird auch das Niveau der Kunst sein. So sehe ich gar keinen Gegensatz, sondern nur das innerste, intimste Verhältnis zwischen Staat und Kunst. Dass Freiheit nur im Reich des Schönen gedeihen könnte und nicht in der Welt, war ein Dogma. Ein Dogma verzweifelter Resignation. In der heutigen Zeit und in der Zukunft scheint es mir, als ob diese Flucht in das Reich des Schönen nicht mehr notwendig sein sollte, dass die Kunst nicht mehr ein Asyl für Verzweifelte am Leben sein soll, sondern dass das Leben selbst ein Kunstwerk sein müsste und der Staat das höchste Kunstwerk. Die Kunst kann nur gedeihen in vollkommener Freiheit. Das ist allerdings heute nicht so. Ich habe neulich in einer Versammlung von Künstlern gesagt, der Künstler muss als Künstler Anarchist sein und als soziales Mitglied, als ein auf die Befriedigung der Lebensnotdurft angewiesener Bürger Sozialist. Ich habe gesagt, der bildende Künstler sollte nur in den Feierstunden seine Inspiration schaffen. Er solle nicht die Kunst zur Ware machen unter dem Zwang wirtschaftlicher Existenznotwendigkeit. Was wir tun können, ist, die Kunst zu fördern dadurch, dass der Staat Freiheit lässt. Und ich sehe auch nicht ein, warum nicht etwa auch der Staat auch Künstlern auf den verschiedensten Gebieten genauso durch wirtschaftliche Unterstützung die Freiheit ihrer Betätigung gibt wie anderen. Dass aber der Staat anerkannten Künstler die Existenzsicherheit geben kann, dass er ihnen genauso Gehalt zahlen kann wie irgendeinem Untersuchungsrichter, das scheint mir doch durchaus möglich zu sein. Ich möchte es dabei mal belassen, die Rede dauerte aber wesentlich länger. Bayern 1918, zwei Tage vor Berlin, die Adelsdiktatur und die Militärdiktatur abgeschafft hat und die Aufsicht der Kirchen über das Schulsystem. Und deswegen denke ich, der Marienhof sollte endlich mal Kurt-Eisner-Platz heißen. Wir haben da unten ein Transparent ausgelegt und ich gehe davon aus, dass wir das im nächsten Jahr schaffen werden. Ich habe hier eine Zeitung dabei, die Kurt Eisner 1918-19 zweimal herausgegeben hat. Wir von der Kurt Eisner Kulturstiftung haben die dritte Nummer herausgegeben mit seinem Aufruf aus der Nacht zum 8. November, wo er den Freistaat Bayern begründete. Nicht die CSU, nicht die SPD, sondern die Revolutionäre von 1918 haben den Freistaat gegründet. Und das, denke ich, sollte in dieser Stadt endlich verankert werden. Alter? 32 Jahre. Größe? 1,54 Meter. Haare? Braun. Schreiben Sie München, den 2. Februar 1918. Die gestern Morgen vorläufig festgenommene Privatdozentensgattin Sarah Sonja Lerch wurde heute Vormittag aus Polizeihaft vorgeführt und einer Einnahme unterzogen. Sie sind Sarah Sonja Lerch? Dr. Sarah Sonja Lerch, geborene Rabinowitz. Ah, der Doktor Ihres Gatten tut hier nichts zur Sache. Es ist mein Titel. Er gehört zu meinem Namen. Am 30. Dezember 1912 wurde ich in Gießen zum Dr. Phil promoviert. Und zwar aufgrund der Arbeit über die Entwicklung der Arbeiterbewegung in Russland. Bis zur Großen Revolution im Jahre 1905. Warum bin ich hier? Antworten Sie nur auf meine Fragen. Wohnhaft in der Clemensstraße 76 im dritten Stock. Jawohl. Warum bin ich hier? Sind Sie Mitglied der USPD, Frau Lerch? Müssen Sie so lange überlegen, ob Sie Mitglied der USPD sind, Frau Dr. Lerch? Ich kann das beschlagnahmte Mitgliederverzeichnis holen lassen. Vor Kriegsausbruch war ich der festen Meinung, dass es überhaupt nicht zum Krieg kommen könne, wenn die Arbeiterschaft sämtlicher Länder dagegen kräftig Protest erheben würde. Nachdem der Krieg ausgebrochen war, vertrat ich den Standpunkt, dass jedes Volk lediglich einen Verteidigungs-, aber keinen Eroberungskrieg führen dürfe. Ich freute mich, dass der russische Sozialismus gegen den Krieg war. Ich bin überzeugt davon, dass der Krieg lediglich durch die Vereinigung der Proletarier aller Länder
im Kampfe gegen den Krieg ein Ende nehmen kann. So trat ich der unabhängigen Sozialdemokratie bei. Es ist die einzige Organisation Deutschlands, die energisch gegen den Krieg protestiert. Aktiv beteilige ich mich in dieser Partei erst seit einigen Wochen. Und schon nach wenigen Wochen hetzen Sie gegen die deutsche Regierung. Keine Hetze, Herr Kommissar. Ich betreibe nur Aufklärung. Aufforderung zum Streik ist Landesverrat nach Paragraf 89. Nein. Einige Münchner Tageszeitungen versuchen, den Streik so darzustellen, als ob er von Hetzern, insbesondere von mir und Kurt Eisner, hervorgerufen wäre. Das ist nicht wahr. Ich habe betont, dass ich als Frau bewusst gegen den Krieg kämpfe. Ich habe gesagt, für uns Frauen heißt es, unseren Männern die Treue halten, wenn wir dafür kämpfen, dass der Krieg ein rasches Ende nimmt. Sie geben also zu, mit dem Anarchisten Kurt Eisner die Versammlungen beeinflusst zu haben. Ich betone ausdrücklich, dass ich Gegnerin jeglicher anarchistischer Bewegungen bin, weil ich die Verwirklichung meiner Ideale lediglich von der Arbeiterbewegung als solcher erwarte. Beantworten Sie meine Frage. Selbstverständlich kenne ich Kurt Eisner. Ich habe nur den Weltfrieden im Auge. Sie nicht? Was ich im Auge habe, ist nicht Ihre Sache, Fräulein. Frau. Frau Lerch, Sie werden angeklagt wegen Landfriedensbruch nach Paragraf 81. Sie haben dem Reich schweren Schaden zugefügt. Die Arbeiterschaft muss um des Weltfriedens willen ihre Stimme erheben. Die Vereinigung der Proletarier aller Länder wird den Weltfrieden automatisch herbeiführen. Ich eröffne Ihnen hiermit, dass im Namen seiner Majestät des Königs von Bayern Haftbefehl gegen Sie erlassen wird. Bringen Sie die Gefangene in Ihre Zelle. Abführen! 2 Monate später, am 29. März 1918, wird Sarah Sonja Lerch in einer Zelle in Stadelheim erhängt, aufgefunden. The man long up before he can see the sky. How many times must one man have before he can hear people cry?